Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich habe gerade eben ein Video hochgeladen. Also, ihr seht das am Samstag. Habe ich am Freitag hochgeladen und am Donnerstag gedreht. Heißt, ich hatte noch nie so wenig Lust auf Pokémon Go. Und das hat jetzt nichts mit dem neuen Entwicklungsevent zu tun. Das könnte mich sogar eher motivieren. Aber an dem Tag, ich schwöre, ich hatte echt noch nie. Ich hatte immer Bock auf Pokémon Go. Das war das erste Mal, wo ich echt keinen Bock hatte. Deswegen. Schauen wir uns das mal kurz an. Das ist All Might. Das Symbol, Leute. Der immer lächelt. Das ist ein Anime übrigens. Und er ist Nummer 1 Hero. Und sein Markenzeichen ist halt, dass er immer lächelt. Damit alle seine Fans und Zuschauer halt wissen, alles ist im grünen Bereich, alles ist in Ordnung. Nicht, dass wir uns jetzt mit All Might vergleichen, aber. Wenn ich keine Motivation habe, wie könnt ihr dann Motivation haben? Ich höre oft, dass ich Leute motiviere und das ist halt immer eine große Ehre für mich. Und dementsprechend darf ich nicht demotiviert sein. Ich muss immer motiviert sein, um euch zu motivieren. Auf jeden Fall geht es mir heute besser. Wir gehen jetzt raus, bisschen zocken. Ich hatte gerade einen Glückstausch, habe mir ein Shiny Electric gegönnt, aber nichts Gutes. Für den Kollegen leider auch nicht. Aber Grüße gehen raus an Marcel. Krasser Unterstützer, über ein Jahr schon Mitglied. Ich kann mich nur bedanken, Mann. Viel zu krass. Und ich habe mir einen 98er Rotom auch. War echt auf dem Weg hier. Dachte ich mir, gönne ich mir, wieso nicht? Alle Infos zu der Map kommen noch, also genauere Infos. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr abchecken. Und funktioniert nur für München, offensichtlich. Und es kostet Geld. Und jede andere Stadt hat eigentlich auch eine Map. Ihr müsst euch aber informieren. Und nein. Ich kenne sie nicht, denn ich kenne nur München. So, und? Genau, 98 Attack 14. Aber ich dachte mir, hey, da vorne ist die U-Bahn. Also wenn wir schon unterwegs sind und der echt auf dem Weg liegt, schnappen wir uns den auch. Ein überraschender 3er-5er-Rate hat sich ergeben. Also 3-5er-Rates. Mache ich natürlich mit. Weil Terrakium kommt überraschenderweise gar nicht so oft zustande. Obwohl der recht gut ist. Liegt wohl am Wetter. Deswegen sage ich da nicht nein, denn sonst würde ich ja immer nur alleine rumlaufen und keine 5er Raids machen, sondern alles drunter. Wir holen erstmal den Durchbruch ab. Den hole ich jetzt jeden Freitag ab. Denn seit Karlsruhe habe ich einen Tag verpasst. Lados. Und bin von Donnerstag auf Freitag gerutscht. Jeder, der noch nie einen Tag verpasst hat, der holt immer Donnerstag ab. Schauen wir mal, ob der 100 ist, aber ich glaube nicht. Wir nehmen noch schnell ein Tangela Raid mit, denn ich brauche einen 100er. Wir haben sogar noch ein Terrakium mitgenommen, also ein extra. Aber alles nieten. Der kleine Account hat einen 98er sich gegönnt. Unnötig. Jetzt machen wir einen Tangela. Früher war Tangela ein 3er Raid, jetzt nur noch 2er. Also eigentlich geschenkt. Und danach geht es, glaube ich, direkt zu dem nächsten Tangela. Die werden gejagt.
Ich jage, glaube ich, auch Module, weil wenn ich eh so viele Raids mache, kann ich mir auch eigentlich direkt ein paar Module gönnen. Module umsonst, wieso nicht? So. Ich habe mir die Zahlen nicht auswendig gemerkt für Tangela. Muss ich noch machen. Ich gebe euch da Bescheid. So. 71 auf jeden Fall nicht, Mann. Die Zahl kommt mir unbekannt vor. Und schon sind wir beim nächsten. Der von vorhin war sogar gar nicht schlecht. 96er mit 71. Und 76 oder so wäre 100 gewesen. Oder 78. Knapp, schade. Wie geil wäre es gewesen, direkt beim ersten Mal einen 100er zu bekommen. Vergesst nicht morgen, also heute, wenn ihr das Video seht, dann ist so ein Raid-Tag mit 5 extra Pässen. Problem ist, es gibt halt nur die Starter von Gen 1 und deren Entwicklung. Die Entwicklung können auch shiny sein, aber ja, Arena-Punkte halt, aber ansonsten interessiert mich das nicht wirklich. So. Oh, jetzt haben wir Wetteboost. Aber 15,40 war es, glaube ich, nicht. Ich habe mal hier Sierra besiegt. Jetzt fehlt nur noch Ale und dann können wir nochmal Giovanni herausfordern. Und nicht shiny, schade. Das ist der einzige, den ich noch in shiny brauche. Ich nehme mal einen Reitschuh mit. Random. Aber ihr wisst Bescheid. Shiny, 100er Arena-Punkte. Tangela ist gerade Flaute. In 4 Minuten schlüpft da vorne einer. Vielleicht hat das ja ein Tangela. Die Chance ist ganz gut. 1:5, glaube ich. 1285, leider nicht. Natürlich nicht. Das ist shiny. Auch nicht. Mein Spiel ist kaputt, Leute. Ich sehe nur noch das hier. Ich habe jetzt schon 4-mal neu gestartet und ich komme immer hier hin. Ciao auf Pokémon. Das war's. Channel vorbei. Man sieht sich mit einem neuen Anime-Channel. Gott, ist das nervig, Mann. Ein letztes Tangela nehmen wir noch mit, dann geht's heim. Eigentlich habe ich sogar Bock auf ein bisschen Farmen, aber ist schon spät. Ein bisschen was essen, Video für morgen vorbereiten, denn morgen geht's früh los, wegen dem Raid Day. So, schauen wir doch mal, ob wir uns noch einen 100er gönnen können. Alle gehen über rot. Wir nicht, es ist gerade grün geworden. So. Und letzter Feuersturm. Ciao, Tangela. So, 100er. Da. 68, leider nicht. Yo, was geht, Leute? Ich drehe jetzt noch schnell den Abschluss für dieses Video hier. Was ihr gesehen habt, war vom Freitag. Habe ich heute Morgen nicht hochgeladen, denn heute Morgen war ja dieser Raid-Tag. Den Raid-Tag seht ihr morgen noch. Ich meine, was soll man sagen? Gen 1 Starter. Ganz ehrlich, wen jucken die? Video seht ihr morgen, was ich da alles getrieben habe. Wahrscheinlich auch meine Meinung. Auf jeden Fall hat das Event um 11 angefangen. Ich bin irgendwann um 12 losgegangen. War aber trotzdem nicht genug Zeit, um das Video für heute noch rauszuhauen. Deswegen kommt das heute so spät. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr den Raid Day fandet. Interessantes Feedback kommt dann vielleicht in das Video von morgen. Ich meine, ja, wie gesagt, checkt das Video von morgen ab. Da gebe ich dann noch meine Meinung ab. Ich weiß gar nicht, was ich gestern gemacht habe. Kurzzeitgedächtnis tot. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst bestimmt, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab.
vergesst Pokémon Serious Business.